Gleich so Surprise. Achso, du nimmst schon auf, wie sie hier rumschmatzt mit ihrem Privilege Kaugummi, ey. Seid ihr meine Assi-Bratzen mit den Kaugummis oder was? Hey, yo, was geht ab? Hey, nein, Leute, Mann. Was geht? Hallihallo, ihr kleinen süßen Zuckigen, Zucker, Zucki, Zuckermuchen. Und heute bin ich hier mit Julia Beautix und Naomi John. Anyway, auf jeden Fall, heute sind wir hier zu dritt, denn wir machen eine Make-up-Challenge an der lieben Julia. Weil ich kann nicht schminken, die beiden schon. Deswegen wir wollen herausfinden, welches Make-up der guten Julia Beautix besser gefallen würde, das von deiner Omi John oder mir. Und deswegen habe ich hier eine ganz tolle, grandiose, sehr wahrheitsgetreue Abformung von Julia Beautix Profil gemacht. Inspired by Unlikely, by the way. Halt, ganz bad, genau. Ne? Das war das Intro und ich würde sagen, geht los. Geht schon los, wa? Ich würde direkt mal für die Idee einen Daumen nach oben da lassen. Ja. Ihr findet übrigens auch ein Video auf Julias Kanal, denn sie macht mir die Fingernägel, because this is actually Gollum disgusting. Die ist we're gonna fix that. Nagelkönige. Gleich so Surprise. Ich mach dich zu mir. Naomi John, Makeover. nicht deine Augen rumwiegen, girl. Take it easy. Hör auf damit. Why would you just move? Sie so. Ich muss den Lachen auf. Hilf, pass auf. Du hast gerade... Sieht man das? Das ist richtig viel Haare. Einmal komplett durch deine Frisur. So dumm. Grandios. Let's go. Let's hit it. Zack, zack, zack. Schlägst du denn hier gegen die Pappe? Sagen, ja, so Sabotage. Du hattest doch hier irgendwo so einen sapprigen Sabbelschwamm. Der entwirft einen braunen Schwamm. Das sieht irgendwie richtig räudig aus. Deswegen dachte ich ja auch, der wäre so ekelig. Oder? Ich finde das irgendwie richtig räudig. Ich glaube, sie dachten sich damit so, ja, wir machen ihn von vornherein braun, damit er nicht crusty aussieht. Aber dadurch sieht er von vornherein crusty aus. Der sieht halt wirklich aus. Das Ding ist, ich habe den einmal benutzt bis jetzt. Ne? Der ist halt literally fresh. Lass mal deine zwei Freunde hier oben bearbeiten. Oh, ist ein bisschen gelb. Dein Concealer. Ja, ich... Oh, Color Magic ist halt nicht so mein Ding. Super. Passt der nicht zu meiner Hautfarbe? Nee. Boah, ich sehe so anders aus auf beiden Seiten. Hast du Base schon fertig? Ich mache immer erst oben. Oh, das ist aber dunkel für dich. Hui. Betupfen. Ich fange jetzt bei dir an. Bitte. Mit dem Lidschatten. Das funktioniert auf jeden Fall super gut, während Naomi da drüben so rubbelt. Ja, sorry, das geht nicht weg. Das ist auch schon ein bisschen eingetrocknet. Aber dafür ist ihr Jaw jetzt snatched. Ein bisschen den Blenderpinsel nehmen wir jetzt und jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Wie lange ist denn das jetzt eigentlich her, dass ich dich geschminkt habe, bitte? Ich glaube 6 Jahre. Dann haben wir einfach diese Perücke aufgesetzt sogar, ne? Vielleicht müssen wir mal auch so ein richtiges Remake. Ja, das nochmal. Und dann mit einer richtigen Perücke, die halt auch echte hat, die man stylen kann. So. Oh. Das ist eh ausge. Bei Naomi sind eh alle Produkte ausgetrocknet, du musst keine Angst haben. Da passiert nichts. Naja, du. Hast du noch was anderes? Hast du gerade gefragt, ob sie es noch braucht? Ja, heute halt. Ich weiß auch immer alles weg nach einmal tragen. Spreading the rumors. Uiuiui. Richtig Clown-Modus. Oh, ich krieg Freckles. Oh, Entschuldigung. Queen of Spoiler. Wie weit bist du, Naomi? How's it going? Also, ich habe jetzt eigentlich die Base soweit fertig. Zumachen. Warum kotzt du? Weil ich Puder in der Fresse habe. Ja, Naomi John, die ist manchmal ein bisschen hart. Ja, das sind die Katzenhaare, die dann mitkommen. Ich hatte gestern, Katzenhaare? Hast du eine Allergie? Ja, Mann! Wirklich? Was ist Katzenhaare? Ich liege hier gleich in Kölsch für Atmen, ist ganz Junge. Schlimm. Merkst du schon was? Nee, ich werde schon überleben. Ja, sonst guter Titel. Passt. Was? Guter Titel. Naomi John bringt Julia Beautix um. Ja. Lebst richtig Traffic auf meinem Kanal. Lädst du das dann hoch oder was? Musst du ja auch erstmal machen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Gelb. Gelb! Pink, okay? Hauptsache, du fragst mich so, was ich gut finde und dann redest du so lange mit mir, bis das ist, was du willst. Mit True Make-up alles. Das läuft super, ja, läuft das auch hier. Total angenehm. Ich hätte gern so eine Liege. Gerade tut mein Rücken halt ein bisschen weh. Du merkst, wir haben kein Mitleid mit dir. Ja, wir so stille, wir so, aha. Keiner reagiert drauf, wir so, schön. Ach, Julia Beautix, das macht doch Spaß mit dir, macht das doch. Die Leute fühlen sich auch sehr unterhalten von uns. Ja, diese Gespräche. Das Einzige, was ich die ganze Zeit versuche, ist diese Pappe mittig zu kriegen, damit man beides sieht. Das ist gar nicht so leicht. Bei mir ist eh alles schattig, merke ich gerade. Ich möchte gerne von dir wissen, Julia Beautix. Hast du meinen YouTuber so gedatet? Was ist deine Lieblingssexstelle? Ach, guck! Oh! Lass mich in Ruhe, redet nicht miteinander. Was ist deine Lieblingssexstelle? Oh! Naomi. Ich mag Doggy. Aber ich mag auch, wenn man sich angucken kann, irgendwie. Ja, kann man ja auch mal machen. Kann man auch mal machen. Aber es gibt schon nichts über. Mein Gott, das Licht gibt Lichtzeichen. Das flackert. Oha, ist das leer? Ich glaube, es geht gleich aus. Hast du schon mal ein Ouija-Board benutzt? Nein, habe ich auch nicht vor, um ehrlich zu sein. Hast du gemacht? Ja.
Es ist wahr geworden, was du gebeegeet hast. Hast du mit wem gesprochen? Ja. Echt? Ja. Mit wem hast du gesprochen? Mach Auge zu. Wem hast du gesprochen? Angeblich einem Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg. Woher weißt du das? Weil ein Bild von dem Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg runtergefallen ist, während wir mit dem geredet haben. Als ob das nicht gestaged war. Ich schwöre bei Gott, nein. Wer war dabei? Runtergefallen. Naja, wir waren bei so Leuten zu Hause, die an Geister geglaubt haben. Die hatten so ein crazy Zimmer und die hatten da auch ein Ouija-Board. Ja. Während wir halt diese Session gemacht haben, ist dann halt so ein Bild runtergefallen. Mach bloß nicht Augen. Wo wir gefragt haben, wer mit wem wir reden. Wie lange braucht ihr jeden Morgen für euer Make-up? Jeden Morgen, als ob wir so jeden Morgen immer so unsere Make-up-Routine machen. Wie lange braucht ihr für euer Make-up? So, Julia? Macht, Entschuldigung! Eine Stunde. Anderthalb. Also ich brauche 15 Minuten. Bist du jetzt besser als wir, oder? Nee. Was glaubt ihr, welches Tier das unhöflichste ist? Wenn es reden könnte. Pferd. Echt? So eine arrogante. Du? Lemming. Lemming. Was ist das denn? Das sind doch die, die so sich früher immer so selbst umgebracht haben und die Klippe runterstürzen. Kennt ihr nicht lustig Bücher? Also was ist ein Lemming? Ein Pferd? Nee, das sieht eher so aus wie so ein Erdmännchen-mäßig. Ah, und die haben sich mal selbst umgebracht und deswegen glaubst du, die sind unhöflich? Nee, nicht deswegen, einfach allgemein. Mhm. Was ist dein allerliebstes Lieblingsessen? Boah, was für langweilige Frage. Hä, das ist voll interessant. Sag's mir mal. Da muss man nämlich überlegen. Burrito Bowl. Einfach eine Burrito Bowl von egal wem. Nee, von Chidoba. Nee, warte, stopp, war gelogen. Pho ist mein Lieblingsessen. Ah. Und dein Lieblingsessen? Ich glaube, ich mag echt schon am liebsten Chinese Hotpot. Liebe ich überall. Oh ja, Hotpot finde ich auch ganz toll. Und deins, Marvin? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Leute, kommentiert mal, was euer Lieblingsgericht ist, weil man muss schon erst überlegen. Ich liebe Reis mit Gemüse. Oh, und langweilig. Dann eine richtig geile Erdnusssoße mit so crispy plant-based Chicken. Oh mein Gott. Beste Leben. Berlin, Eastmoon. Ja, das Restaurant. Ist dein Laden. Das ist mein Leben. Jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, egal wie lange ich da bin, muss ich dahin, um das zu essen, because it's just my life. Okay. Fängst du damit an, dann mach ich's nochmal, match so deine Energy. Du so, okay. Ja, awkward. We're losing it. So, ich hab nur kurz gedacht, it's taking the turn over here. Knüllt oder faltet ihr Klopapier? Falten. Knüllt das? Ja, oder? Das ist irgendwer, der das knüllt. Na, Omi. Es ist einfach nur eine Frage. Sie kann doch beantworten. Sie muss jetzt ja nicht in den Lachen in den Kommentaren beantworten, vielleicht. Okay, jetzt. Achtung, ich brauche jetzt wirklich einmal für den letzten Strich bitte keine Witze. Ja, lach ja auch, wenn ich nur irgendwas Normales sage. Ich weiß, deswegen darfst du ja nichts sagen. Ja, das Ding ist, wenn ich weiß, dass ich nicht lachen darf, dann lache ich halt. Zwei Skelette sitzen auf dem Bauch. Naomi John. Wie geht das weiter? Ein eins runter, beide tot. Toll. Okay, weiter. Ich bin jetzt ruhig. Kommt ein Mann beim Arzt. Bringt eine Frau. Oh nee, ich kann den eh nicht. Gäste, die ich nicht mehr einlade. Im Busfahrer über Erdnüsse. Wer bringt wem Erdnüsse? Bringt eine Frau und einen Busfahrer über Erdnüsse. Du weinst die jetzt sogar? Boah. Girl! Weint die gleich do noch. Do not cry. Also, der Witz geht so. Entschuldigung, ich höre auf, ich heule gleich. Warte, also, eine Frau bringt ihrem Busfahrer immer Haselnüsse mit. Sagt, nee, ich kann nicht. Dann einfach weitermachen, Marvin. Dann geht ja nicht. Ich hasse dieses Video. Okay, komm. Eine Frau bringt Haselnüsse. Eine Frau, also nein. Ich google das und sag dir. Eine Frau bringt ihrem Busfahrer immer Haselnüsse mit. Ich kann den nicht. Ja, ich google den. Merkt man, dass ich genervt bin. Eine ältere Dame steigt in einen Bus und setzt sich genau hinter den Fahrer. Nach ja, einiger, guck, so habe ich doch auch angefangen. Nach einiger Zeit wendet sie sich dem Fahrer zu und fragt, ob er nicht eine Nuss essen möchte. Der Busfahrer liebt Nüsse und reagiert erfreut auf das Angebot. Schließlich steckt ihm die alte Dame die Nuss in den Mund. Also den kenne ich nicht so. Die Nuss steckt in regelmäßigen Abständen bietet sie ihm weitere Nüsse an, bis sie an der Endhaltestelle angekommen sind. Als die alte Frau gerade aussteigen möchte, fragt sie der Busfahrer, vielen Dank für die leckeren Nüsse, aber warum haben sie die mir einzeln gegeben? Noch kaum antwortet die Dame, ich nasche so gerne Toffifee, aber der Nusskern ist mir einfach zu hart. Ich bin mit dem Flixbus nach Berlin gefahren und ein Typ saß neben mir. Ich saß an dem Fenster. Ich hatte ganz wenig Space und dann saß der so neben mir, hat sich breit gemacht, hat seine Schokolade ausgepackt und der hatte so eine, kennt ihr diese mit Rosinen auch drin, Nuss und Rosine? Mhm. Und dann hat der die so genommen, wie die Tafel Schokolade, hat das nur so runtergekrempelt, hat daran so gelutscht und hat die wieder hingelegt. Basically, der Witz. Ja, in my real life. Dass du das nicht in deinen Mund gesteckt bekommen. Naja, aber er hat dir wenigstens die Rosinen nicht in den Mund danach gestopft. Hat er noch ganz andere Dinge gelutscht. Nämlich sein Käsebrot. So. Wie man es so tut. Wie man es so tut. So haben wir den Witz jetzt raus. Ich muss gerade über das Käsebrot lachen.
Es tut mir leid, ich habe 4 Stunden geschlafen, das funktioniert bei mir nicht so gut dann. Ein Glück habe ich den Liner früher gemacht, ey. Okay, so. Der wird immer dicker, ne? Ich im Winter. Ich lache jetzt halt auch nur noch, weil ich nicht lachen darf. Ja, wirklich, ich kann nicht mehr. Das ist eh schon so nerve-wracking, so einen Eyeliner zu machen. Und wenn man dann immer beim Eyeliner unterbrochen wird mit den Witzen. Du kannst es mir gleich bei dem Nagelvideo alles komplett zurückgeben. Nee, ich glaube, das kann ich dir nicht mehr zurückgeben. Das ist wirklich nicht mehr möglich. Durch die paar Witze ist da eventuell ab und zu mal ein bisschen was daneben gegangen. Das sind die eigentlichen Lashes, die du drauf bekommst. Ja. Und das ist das, was du drauf bekommst. Oh mein Gott. Einfach, ja. Actually nothing. Ich werde ungeduldig, merkt man das? Ja. Sind jetzt auch nur noch die Lippen. Wir haben fast. So. Hast du noch dein Faber-Castell? Achso, den Anspitz oder was? Ich hab gar nicht gecheckt. Was sonst? Hast du noch was anderes von Faber-Castell in deiner Make-up-Routine? Buntstifte kann man doch auch warm machen und dann kann man sie benutzen fürs Gesicht. Since when that? Hast du das mal ausprobiert? 5 Minute Crafts. Ja, du mich auch. Keine Ahnung, ob das hier funktioniert mit der Lippe. Boah, die sieht interessant aus. Are you ready to look into the mirror? Ich bin so ready. Du kannst die Pappe schon runternehmen, ich guck nicht rüber. Erst darfst du gucken, dann guck ich mit rein. Wollt ihr nicht zuerst gucken und dann ich? Okay, ja, dann nimm mal weg. Okay, 3, 2, 1. Wow. Oh, she is different. They are different. Komm, sollen wir so lieb sein und ihr einfach ein bisschen Highlight in die Mitte geben ihrer Nase? Just to make it full circle moment. Bevor du guckst. Oh mein Gott. Alright. I wanna see. Are you ready? Didn't expect that. Was hast du expected? Hammer. Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie bei dir, dass da jetzt so ein Spike ist. Nö. Weißt du? Sieht richtig schön aus mit den Perlen. Und ich dachte, das wären rote Glitzersteine. Ich weiß nicht warum. Oha, Alter, das sieht so anders aus. Yeah. You like your new freckles? Yes. Freckles à la Naomi. Die sind supi. Sieht richtig gut aus. Voll geil. Und unten nicht getuscht, ist auch hübsch. Also ich finde beides richtig schön. Ich finde auch beides voll toll. Ich will mich nicht selber loben, aber ich finde, es sieht beide Seiten gut aus. Aber jetzt musst du dich entscheiden für eine. Ja. Was? Nee, also als erstes müsst ihr jetzt mal entscheiden, welche Seite ihr besser findet. Oh, actually. Hallo. Yes, serving. Also, von der Seite. Ich steck das Ding wieder ein. Obwohl ich trotzdem irgendwie finde, das liftet voll gut auf, dass das eher so aussieht, wie ich mich normalerweise schminken würde, als das, obwohl es eigentlich super fancy ist. Love that. I love it. Sieht sehr geil aus. Bei Marvin ist meine Lieblingsaugenbraue und meine Lieblingslippe. Und bei Naomi, ich glaube, mein Lieblingsauge. Period. Sieht doch Hammer aus. Und Skin ist halt schwierig. Du hast mir halt Freckles gemacht, ne? Dementsprechend liebe ich es halt eh. Da finde ich beides toll. Du siehst, kann ich nicht sagen. Du siehst auf der Seite voll erwachsen aus. Ja. Und auf der anderen Seite siehst du noch so jugendlicher aus. Ja. So wie so, ja, Julia Beautics. Ja. Deswegen hätte ich wahrscheinlich auch mich eher für das entschieden, weil es mehr so ein bisschen me ist. Aber das finde ich auch richtig geil. Wie wer siehst du aus? Pamela Reif? Dove Cameron ein bisschen? Okay, jetzt she's going high. Wow. Na, aber nur wegen dem Liner, glaube ich, vielleicht. Irgendwie nennerst du mich. Komm ich nicht drauf. Ja, schon okay. Sexy auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall geil aus. Da kommen wir nicht drauf jetzt. Da wissen wir leider nicht, was das jetzt ist. Nee, das wissen wir nicht. Aber ich finde, das ist sehr schön geworden. Ich finde es ganz toll. Schön. Wunderbar. Ich finde es ganz schade, dass ich jetzt wieder abschminken muss, ehrlich gesagt. Musst du gar nicht. Nein, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag mit so 2 verschiedenen. Kannst du schon? Ja, kann ich schon, stimmt. Okay, meine lieben Mäuse. Keiner macht dir die Regeln. Du machst dir die selber. Schreibt mal in die Kommentare, welche Seite ihr besser findet. Lasst ein Däumchen nach oben da, vergesst Folgen nicht und schaut bei Junge vorbei für das Video, wo sie meine Nägel macht und bei Naomi gerne. Bei auch. Und bei Marvin auch. Ach, ihr seid ja schon bei Marvin. Jetzt, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Was? Ich hab nur gelacht. Gut. Sehr gut. Lach weiter. Ciao. Tschüss.